Ja, da sind wir wieder bei Dark Souls 2. Mir geht übelst die Pumpe. Da wollen wir nicht lang. Ich weiß nicht, warum ich mal lang sage. Sehr lang. Aber lang? Ich weiß nicht. Ich sage einfach lang. Okay, durch hier schnell, bevor das Ding wieder runtergeht. Okay. Also nach links. Okay, wir warten noch einmal ab. Und dann gehen wir schnell nach links. Oh, das war sau knapp. Alter, und die Stachelwände. Und dieses Item werden wir uns nie im Leben holen. Okay. Also anscheinend hier hoch. Da unten sieht es nicht nach einem Leuchtfeuer aus. Oh, schnell hoch. Schnell hoch. 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 Okay. Nehmen wir einfach mal die Leiter hier hoch. Okay. Okay. Okay, okay. Leuchtfeuer! Ran! Oh, danke schön. Jetzt fühle ich mich auf einmal so sicher. Wobei ich mir jetzt auch nicht so sicher bin, was macht denn wohl dieser Schalter, Alter? Oh nein, ich will den Schalter gar nicht mehr bewegen. Okay. Die Flammen sind ausgegangen. Ja, die Flammen sind ausgegangen. Er hat auch gerade gewartet, der Geist. Weil er nicht so recht wusste, was ihn jetzt hier erwartet. Gegen was kämpfen die denn hier? Gegen wen oder was kämpfen die denn hier? Sieht schon wie so ein Kampfgebiet aus. Boah, was sind alle Dinger hier aus? Alle Flammen anscheinend. Kurzbogen, Blitz. Sehr schön. Ach, du Arschloch. Wisst ihr, warum muss jetzt wieder so einer kommen noch? Ich finde, wir hatten langsam echt genug von denen. Bumm. So. Weg mit dem? Okay. Da unten ist ein... Alter. Also hier sehe ich eine riesige Hand. Da sehe ich einen Bossnebel und dahinter keine Plattform. Was schlussfolgere ich? Ich schlussfolgere, dass das da, wo wir gerade rausgekommen sind, nicht der Boss wird, weil wir da gerade rausgekommen sein sind. Wir gehen jetzt nochmal zurück wegen dem Schalter. Weil mich das jetzt echt interessiert, wo wir jetzt alles hinkommen. So, ziehen. Okay. Verändert sich hier mittlerweile irgendwas? Diese ganzen Ketten, was machen die? Ich denke, das werden wir noch sehen. Wir müssen ja wohl irgendwann noch die Lava abstellen können. Ah, ich dachte gerade, die Ketten hätten aufgehört. Sind die alle tot? Ah, die haben wir echt alle schon gekillt. Okay. Müssen wir mal gucken, ob das hier irgendwas... Haben die echt nichts gebracht? Die hatten auch bestimmten Sinn hier. Okay, jetzt können wir uns endlich mal in Ruhe hier umgucken. Vorsichtig rüber, nicht auf den Schalter, dann kippt nämlich die Plattform weg. So. Holen wir uns noch das Item hier. Auf das Item unten habe ich gar keinen Bock. Vor allem, weil unsere Seelen dann an der beschissensten Stelle überhaupt liegen.
Ah. Nee. Vergiss es. Vielleicht können wir da ja irgendwie über den Schalter rüber hüpfen. Haben wir sogar geschafft. Bin stolz auf mich, weil... Ne? Das ist nicht so lustig. Und das geht vor allen Dingen auch nicht wieder weg. Hier runter. Ich möchte jetzt gerne nochmal hier das Ganze... Oh, fuck. Hab meine Meinung geändert. Wir gehen an das Leuchtfeuer hier ran. So, hoch. So, jetzt können wir nämlich noch ein bisschen aufräumen. Erstens holen wir uns das Item ganz am Anfang da. Und so reisen wir. Reisen jetzt wieder ganz an den Anfang. Ja. Boah. Aigils. Also wenn wir... Ich 100 pro kämpfen gegen Aigil, ey. Oh Gott, nein. So, ich hoffe mal, das ist der Ring, mit dem wir über Lava gehen können. Weil der wäre jetzt sau praktisch. Stellt euch jetzt mal vor, wenn wir jetzt den Ring hätten, wo wir über Lava gehen können. Vor allem, da kommt jetzt so ein Lava-Boss. Ich weiß noch, wo noch ein Ring ist. Ein Feuerresistenzen-Ring. Das wäre sau praktisch, wenn wir den hätten, ne? Ich glaube, den holen wir gleich noch vorher. Bevor wir in diesen fetten Nebel... Und ich... Das ist so ein fettes Ding dann bestimmt. Und ich... 100 pro ist das die nächste große Seele. Weil das Gebiet hier geht jetzt schon. Jägerhain. Dann das Erntetal da, was wir größtenteils übersprungen haben. Also wir haben da echt vieles ausgelassen. Aber das Gebiet ist auch echt scheiße. Ist auch nicht so wichtige Sachen, die wir da ausgelassen haben. Ah, komm, locken wir den hier kurz ran. Zack. Aua. Arschloch. Alter. Meine Fresse. Kurz heilen. Irgendwas mit der Rüstung wieder. Gegenstand. Eisenschlüssel. Wofür ist denn der jetzt wohl? Eisenschlüssel. Eisenschlüssel. Eisenschlüssel, Eisenschlüssel. Fällt gerade echt keine Tür ein, die verschlossen war. Keine Eisentür. Ach so, was ich machen wollte. Wir versuchen jetzt, wir holen uns jetzt zwei Leute, die uns helfen. Und versuchen nochmal diesen Scheißboss. Also diesen zu dritt oder so. Machen wir jetzt einfach nochmal den richtigen Scheißboss. So, Menschlichkeit zurückerlangt. Nehmen wir noch einen kleinen Heilstein. So, wir sind wieder menschlich. Und, können wir, das interessiert mich schon die ganze Zeit, können wir unser Blitzschwert jetzt noch einen zusätzlichen Effekt draufpacken? Wie geil wäre das denn, wenn wir den Endgegner dann vergiften? Okay, könnten wir nicht. Dann packen wir es wieder weg. So. Kommt schon, Leute, helft mir. So, notfalls schneide ich das jetzt raus. Wenn ich das nicht vergesse. Ach, da steht schon einer. Nein, Rufsymbol. Ja. Ich würde aber gerne zwei. Moment mal. War das jetzt, weil ich gerufen habe oder weil ich invasioniert werde? Ah, nee. Doch, wir können invasioniert werden, nämlich. Weil der Boss noch nicht tot ist. Wenn man einen Gebietsboss besiegt hat, kann man in dem Bereich nicht mehr invasioniert werden. Hatte ich noch keine Zeit zu, das zu erklären, weil wir noch nie invasioniert wurden. So muss auch einen zweiten Sun, Bro. So, Leute. Es dürften jetzt zwei Typen gleich kommen. Hoffe ich mal. Die uns dann schön erstmal helfen. Oder von hinten kommt euch auf einmal ein Finstergeist und tötet uns. Na, komm schon. Bitte. Ah, da haben wir schon mal den ersten. Hi. Verbeugen. Oh, verbeugen.
Scheiße, okay, dann holen wir jetzt nicht noch einen zweiten. Okay, dann gehen wir jetzt einfach los. Ich hoffe mal, der hat's drauf mit dem Boss. Das hoffe ich jetzt echt. So, die habe ich hier schon getötet am Anfang. Sorry. Hatte ich Bock drauf? Ah, den hier habe ich noch nicht gekillt. Okay, den da oben habe ich auch noch nicht gekillt. Bam! Wieso one-hitte ich die auf einmal? So, komm. Ich habe meinen Bogen gar nicht mehr drin. Nein. Ah, fuck. Fuck it. Kannst du ihn anlocken? Grüß ihn tot. Huch. Fuck. Huch, hallo. Nein. Bumm. Okay, deine Waffe ist aber auch blitzverzaubert. Das ist schon mal positiv. So. Komm her. Maka. Ah, ach so. Bumm. Bumm. Okay, okay. Renn, renn, renn. Okay. Und jetzt. Bam. Und. Bam! Okay, warte, warte, ich ruf noch einen. Ich ruf noch einen schnell. Huch. Rufsymbol. Okay, jetzt muss ich noch kurz equippen. Ich gehe nämlich kurz auf Nummer sicher, sicher. Und nehme mir den Ring der Lebenssicherung rein. Okay, okay, okay. Warte. Warte kurz, haben gleich. Okay. Huch, bisschen aufwärmen hier. Boah. Huch. Okay, komm schon, komm schon. Der muss jetzt kommen. Wir müssen ganz kurz warten nur noch auf den. Gleich kommt er. Die Rufsymbole aller anderen sind schon weg. Bedeutet das, dass er kommt? Okay. Okay, ich gehe jetzt einfach rein. Okay, ich muss einfach rein. Ich kann nicht mehr auf ihn warten. Huch. 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 Oh Gott. Okay, er kommt, er kommt, er kommt doch. Wunderbar. Ich sehe ihn leise nicht. Oh Gott, wir machen echt nicht viel Schaden. Oh Gott, geh doch nicht auf mich. Okay, geh doch nicht auf mich. Oh, jetzt weg. Okay. Einmal raufklettern. Okay, er hat auch ein großes Schwert. Gut, das macht Schaden. Das macht Schaden. Gut. Wunderbar. Oh, 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 ich habe daneben geschlagen. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle auf einem Fleck bleiben. Das Spiel ist gerade sehr laut. Aber das ist mir egal. Okay, erwischt uns mit einem Schlag alle, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Ach so, warte. Er macht sein. Nee, macht er nicht. Bumm. Oh, 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 blocken. Oh, 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 oh. Vorsichtshalber heile ich mich. So, jetzt macht er sein Schwert flammen. Das haben wir noch nie gesehen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt macht er richtig viel Flammenschaden. Das heißt, geht unser durch unser Schild durch. Oh, 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 oh. Der macht echt viel Flammenschaden. Oh, 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 oh. Jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Bumm. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Jetzt weg, 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 weg. Ah, nee, doch nicht. Okay, zur Hälfte haben wir ihn schon mal. Ah! Scheiß Flammenschaden. Okay, jetzt heilen, jetzt heilen. Jetzt ist die Zeit zum Heilen. Okay. Bumm. Ah, daneben, daneben, daneben. Weg! Okay. Jetzt einmal wieder weg. Bumm. Weg. Oh. Fuck. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, er geht auf ihn. Ich muss mich einmal heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Jetzt muss ich nochmal kurz heilen. Wir haben ja genug Estus, zum Glück. Okay, okay, okay. Wir machen aber echt Schaden.
Und er hat eine echt fucking Reichweite, der Kerl. Okay, jetzt macht er sein Dings. Das war ein Fehler, oder? Okay, okay, okay. Ich muss weg, ich muss weg. Ich kann nicht so gut rollen. Oh Gott. Oh, danke, dass er auf ihn geht. Alter. Wäre jetzt nicht auf ihn gegangen, dann hätte ich jetzt echt verkackt. Geh auf ihn, geh auf ihn, geh auf ihn. Ist ja nicht so, dass ich dir das wünsche, aber eigentlich ja schon, weil ich jetzt hier gerne draufschlagen will. Wobei du mehr Schaden machst, wenn du draufschlägst. Das ist schon mal... Und jetzt Bomben! Ja! 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 Danke! Danke! Gelobt sei die Sonne! Ich knie nieder vor dir. Dankeschön! Danke, danke, danke! Und jetzt winken wir ihm nochmal. Hallo, tschüss. Und wir haben auch eine Sonnenlichtmedaille gekriegt, das ist nett. So, einfach nur, damit wir alles hier komplettieren in dem Spiel. So, da unten ist nichts. Gehen wir hoch. Gut, weil der Boss wäre echt zu heftig alleine gewesen. Den hätten wir nicht geschafft alleine. Da hätten wir noch 3000 Mal. Okay. Ein bisschen sowas hier. Und hier ist noch ein Leuchtfeuer. So. Das Leuchtfeuer machen wir kurz auf. Setzen uns aber sofort wieder ins Leuchtfeuer. Weil wir jetzt nämlich zu dem Typen hier wollen. Jetzt überlege ich gerade. Sollen wir erst noch den Ring holen? Nee. Ich bin jetzt überlegen, ob wir den Boss... Ja, wir versuchen den jetzt einfach mal. Ich habe aber echt Angst vor dem... Wir setzen... Achso, aber vorher... haben wir den Lebenssicherungsscheiße wieder weg. Und holen uns den... Ja, den silbernen Schlangenring wieder. Wir gehen noch einmal nach Medjula. Und kaufen ein paar Sachen. Kriegen nämlich auch noch ein paar Geschenke, wenn wir Sachen kaufen. Weiß nicht, ob wir noch leveln wollen. Ich weiß nämlich nicht, ob sich das lohnt, jetzt noch zu leveln. Wir sind schon ziemlich hoch. Wir können ja kurz mal überlegen, bei wem es sich lohnen würde, einfach mal ein paar Sachen zu kaufen. Also du gibst uns einen Funkel-Titanit, wenn wir uns alles, wenn wir alles geholt haben. Oder Glitzer-Titanit, wie es hier heißt. Du gibst uns, weiß ich nicht. Wir können unsere... Ah, das können wir mal machen. Unsere Flamme aufwerten. Warum haben wir unsere Finstere nicht equipped? Hey. Ausrüstung. Wir haben gar nicht die... Oh, wir haben die ganze Zeit die Schwache equipped. Okay. Pyromantieflamme verstärken. Und zwar diese hier. Sehr schön. Gegenstand kaufen. Erhöht Feuerabwehr. Den kaufen wir uns mal. Ja, den brauchen wir. Die beiden brauchen wir ja nicht. Hm. Davon kaufen wir uns mal ein paar. Ja, okay, sagen wir 10 Stück. Dann holen wir uns die drei Dinger hier. Hiervon brauchen wir nichts. Und dann verstärken wir nochmal unsere Pyromantieflamme zweimal. Oder dreimal sogar noch. Boah, jetzt haben wir schon Pyromantieflamme plus was weiß ich. Und haben immer noch 20.000 Seelen. Was können wir uns denn noch? Von wem können wir denn... Oh, da sitzt einer. Hallo. Na? Was machst du hier? Hi. Who are you? The name's Gilligan. Right? Don't make me say it twice. All right. What do you want?
I stock everything that you could possibly need. Okay, dann wollen wir mal gucken. Erstmal die Geste. Kniefall, dankeschön. Okay. Leiter ausstellen. You must have lost your marbles. Fine, sure, fine. I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Ja, komm hier. Volle Pulle. Well, really. A very generous offer indeed. Especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. Oh, die Cutscene. Oh, das ist ja nett. Nur leider waren wir da unten ja schon. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Okay, huch, jetzt habe ich jetzt übersprungen. Wir können nochmal? Mal gucken, was passiert, wenn wir das nochmal machen. Ja, können wir das auch überspringen? Ja, können wir. Okay. Das war jetzt nochmal die gleiche Sequenz. Da, bla 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 bla. Leiter ausstellen. Geht das nochmal? Oh ja, die letzte auch noch. Fein. Ja. Okay. Sprechen. Here you are, my friend. You can have these. Hey? It's a little bonus, you know. For your big purchase. Melus Gimita. Oh, come on. Don't look so glum. I'm trying to be nice here. You're hopeless, I tell you. Gegenstand kaufen, was hast du denn? Eine verstärkte Keule. Eine Peitsche. Krallen. Und ein Holzschild. Wow. Ah, die Diebesrüstung. Und Blutungsmesser. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ah, das sehen wir da rechts gar nicht. Okay, dann noch Aromaschläg, Blutungsserum, eine Leiterminiatur. Aha. Wenn wir das kaufen, passiert bestimmt irgendwas. Cheers for that. Achso, das Skimitar können wir uns mal angucken. Huch, das ist bestimmt hier oben irgendwo. Nee. Da, Melu-Skimitar, okay. Ja. Ist jetzt nicht so geil. Haben wir noch Seelen zum Benutzen? Ja, ein paar. Wenn wir die benutzen, reicht das schon? Nee, natürlich nicht. Benutzen, reicht das jetzt? Das dürfte reichen. Komm, holen wir uns das Ding nochmal. Da passiert doch bestimmt irgendwas. So. Ach so. Nachricht lesen. Händler wird benötigt. Aha. Gegenstand kaum sprechen. Oh, I should have listened to the warnings. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. Seen some rough times. I think I'll settle down for a while. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business.
I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of, you know, my old pals. Oh, don't ask me what happened. Have you no discretion, me old chum? That gaping hole? Hell, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses, or you know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues? Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? I mean, why in the hell would I know? Oh, yeah. Somebody told me that the grave of a saint lies below here. Not built by the king, no, no. It did back to that time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king down there. Hell, if the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Okay, das haben wir ja schon gehört. What? Don't waste my time. Achso, nicht da, sondern hier. Inventar. Mal gucken, was diese... wo haben wir das denn überhaupt? Ist es unter Schlüsseln? Ja, unter Schlüsseln ist das. Okay. Was auch immer das jetzt macht. Anscheinend wirklich überhaupt nichts. So, im nächsten Part werden wir dann mal gegen den fetten Ultra-Mega-Boss kämpfen. Denke ich zumindest mal, dass es ein fetter Mega-Ultra-Boss sein wird. Werden wir dann sehen. Also bis dann. Tschüss!